Hallo, wenn Sie eine Immobilie verkaufen möchten, interessiert Sie als allererstes der Preis, den Sie dafür erzielen können. Ich möchte Ihnen hier zurufen, gehen Sie nicht zu mutig rein. Wenn die Immobilie circa 400.000 Euro wert ist und Sie der Meinung sind, naja, Sie können mit Sicherheit 440, 460 dafür erzielen und gehen mit einem zu hohen Preis rein, dann kann es Ihnen wirklich passieren, und wir haben das schon öfter gesehen, dass im Endeffekt die Immobilie dann, die Nachfrage gering ist, die Immobilie lang auf dem Markt angeboten wird und der Preis sinkt, sinkt, sinkt und sie im Endeffekt für 360 verkauft wird, obwohl sie wirklich eigentlich ihre 400.000 Euro wert ist. Also machen Sie sich die Arbeit, recherchieren Sie und gehen Sie auf jeden Fall mit einem fairen Preis rein. Sie bereuen es nicht. Und Sie müssen auch nicht einkalkulieren, dass Sie um Gott weiß was runtergehandelt werden, weil in dem Moment, wo der Preis fair ist und mehrere Kaufinteressenten vorhanden sind, dann haben Sie es gar nicht nötig, mit dem Preis runterzugehen. Dann gibt es eventuell noch die obligatorischen 5.000 Euro und dann ist gut. Also Sie können eigentlich gar nicht wirklich viel verkehrt machen, wenn Sie mit einem zu niedrigen Preis reingehen oder mit einem fairen Preis reingehen, aber bei einem zu hohen Preis können Sie richtig den Verkauf behindern und im Endeffekt geht Ihre Immobilie zu günstig weg, weil sie zu lange auf dem Markt angeboten wurde und der Käufer das weiß und verhandeln kann und er drückt Sie dann mit dem Preis mehr, als Ihnen das lieb ist. Ja? Danke. Mein Name ist Thomas Neubauer.